ihr Lieben und herzlich willkommen zum Schlag den Sub, den Peaches und ich euch heute gerne präsentieren möchten. Und zwar hatte ich einen Ausgangswert von 178 Büchern Anfang des Monats, also Anfang August. Ich habe 9 Bücher gelesen, davon waren schon allein 7 Bücher vom Quartalssub, was jetzt einem Stand von 10 von 16 Büchern entspricht. Das heißt, ich muss jetzt noch 6 Bücher lesen, um den komplett, abarbeiten zu können, sage ich mal. Ich habe kein Buch vom Lovely Book Sub gelesen, ein Rezensionsexemplar war da noch dabei. Ich habe nichts aus der Bücherei gelesen und ich habe auch mein Subvotingsbuch nicht gelesen, muss ich sagen. Das werde ich aber im September auf jeden Fall hundertprozentig nachholen. Vom Lovely Books Sub habe ich, wie gesagt, nichts gelesen. Das heißt, es bleibt bei einem Stand von 9 von 20 Büchern. Das heißt, da habe ich noch einiges vor, aber ich hatte dort ja auch einiges runtersortiert, weshalb ich dort nicht mehr so viele Bücher zu lesen habe. Ich glaube, 4 Bücher wollte ich davon jetzt noch lesen. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Außerdem habe ich auch noch 2 Bücher aussortiert und habe 13 Neuzugänge zu verzeichnen. Von diesen 13 Neuzugängen habe ich aber auch schon 2 gelesen. Und es sind dann auch noch 3 weitere Rezensionsexemplare. Das heißt, die werden auch jetzt auf jeden Fall im September gelesen. Das entspricht jetzt einem Ausgangswert für September von 180 Büchern. Und ihr seht schon, ja, ich habe wieder aufgebaut und zwar 2 Bücher. Ich finde, es geht eigentlich. Es ist noch zu vertreten und bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Monat. Wie war es bei euch? Habt ihr viele Neuzugänge oder habt ihr sogar was abgebaut von eurem Sub? Würde mich natürlich sehr interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.